Küßler stand in den herabschauenden Hund. Lebt ihr noch? Ja. Ja. Gut. Herabschauender Hund. Einatmen das linke Bein nach oben. Aus, fährst zum Po. Öffne das Knie zur Decke und schau dir den linken Arm nach oben. Tief einatmen. Nächstes Mal einatmen, streck das Bein so wie es ist nach oben, kick die Ferse weg und aus. Bring die Hüfte wieder parallel zum Boden. Hüfte parallel. Der nächste Einatmen. Heute das Fuß, den Fuß. Aus, Knie zur Brust und diesen Fuß zwischen den hinterkommenden Sprünge. Und twist zum gebeugten Bein. Klapp die Arme weg, streck wieder die Wand weg. Einatmen, die siegreiche Atmung in die Brust hinein, aus, die Hände nach hinten und die Handflächen aufeinander, Sampurnamutra und zieh die Leiche nach hinten. Bring den Oberkörper jetzt auf die Weise nach vorne. Oberkörper nach oben bringen. Aus, 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 tief ein. Halten, 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 halten. Und ausatmen, in die Vorbeuge gleiten, den Schwindel genießen. Und dann rolle dann Rücken Wirbel für Wirbel nach oben. Kommt so in die Tadasana. Schultern schön nach hinten führen. Die Beine bis Schritt. Rechte Seite größer als Mattenbein werden. Die Fußspitzen nach außen. Die Handflächen nach oben geklappt auf Höhe der Schultern. Die bekommen die Kali. Aus, die Beine beugen. Zunge aus, tief ein und aus. Feste, feste, aus, 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 feste, feste, aus, 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 fester, 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 tief ein und halten. Und langsam die Beine strecken, die Augen kurz schließen, so bleiben, nur die Augen schließen, nachfühlen. Wir machen es noch einmal. Die nächste Einatmung führt die Arme wieder nach oben, auf Schulterhöhe, klappt die Hände außen, ausatmen, die Beine beugen. Atmen tief ein, streckt die Zunge raus und feuern. Aus, 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 aus. Feste aus, 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 schließt die Augen und atmet nochmal weiter für mich nach. Der nächste Einatmung bringt die Arme wieder nach oben, diesmal Hand vor die Brust und Beuge nach unten, wieder ausatmen, nach oben, wieder einatmen. Aus, tief, ein, hoch, aus. Tief, ein, hoch, aus, tief unten bleiben, löse die Ferse und lass den Oberkörper schön gerade. Becken nach innen, kippen raus aus dem Hohlkreuz.
Ausatmen, die Fersen absetzen, kommen nach unten, setzen die Hände zum Rücken ab und laufen mit den Beinen zu weit zusammen, bis du mal Malasana kommst. Die Handflächen fest aufeinander pressen, schieb dir die Beine auseinander und richte dadurch den Oberkörper auf. Von hier aus gleite auf den Vorderfuß und wieder zurück auf den ganzen Fuß. Gleite nach vorne, Vorderfuß und nach unten. Gleite nach vorne, bei hier, bei 5, 4, 3, 2, 1. Ausatmen, unten geht sich hoch und öffne rechts und links nach oben. Schau dir den Arm nach. Das ist halt, wie es geht jetzt, ne? Aber du brauchst nur vibrieren. Das musst du jetzt entscheiden. Ich kann ja wirklich heilen. Nicht so viel ist, dann lass es. Und wenn du möchtest, kannst du hier binden. Gerne mit Gurt. Oberkörper aufrichten. Und mit der nächsten Einatmung. Dann lösen. Erstmal nach vorne. Immer das an der Vorbeuge. Schieb den Schultern auseinander. Kriegen Sie Brustkorb. Und wieder ausruhen. Leicht auf den Vorderfuß, löse die Knie, die Fersen vom Boden und kleine wieder zurück und bring jetzt den anderen Arm nach unten und hier nach oben. Und wenn du möchtest, binde. Wieder lösen, nach vorne und wenn du möchtest, kannst du jetzt in die Knie gehen, die Hände aber gerade nach vorne zeigen lassen. Wenn du es so machst, dann hast du folgende Situation, du hast hier zu viel Platz, um die Drüse zu setzen. Ja, der Spalt ist ja gleich lang. Wenn du die Arme so verbeugst, dann ist dann hier der Spalt aufeinander und hier entsteht eine Lücke. Deswegen musst du nach vorne ausrichten, die Hände nach vorne, dass es hier in einer Linie ist. Gerne die Arme weit rollen, setz die Knie auf die Schultern ab und verlagere langsam das Gewicht. Sehr, sehr schön. Genau. Sie müssen nach vorne ausgerichtet sein. Ja. Das andere ist zwar einfach, aber die Schaltaufgabe der Handgelenke. So, ja, jetzt einfach. Sehr schön. Versuch mal hinten die Zehen zusammenzubringen, dadurch hast du mehr Stabilität, weil du es mit der Bande aufbaust. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und bleib einfach so lange, wie du kannst. Das ist die einzige Übung, die du machen kannst, dass du länger drin bleibst. Alles andere ergibt sich dann. Ja, und wenn du rausgehst, geh nochmal rein. Versuch es für 3 Mal. Das ist wunderbar. Du hast sehr lange gehalten. Aber nur so kriegen wir die Kraft. Und wenn es auch nur erstmal ein Fuß ist, ist es alles perfekt. Nur so kriegen wir die Kraft. Die Schultern haben wir jetzt wirklich sehr gut gedehnt und geöffnet und gewärmt. Jetzt geht es nur darum, Kraft aufzubauen und die kommt eben nur dadurch, dass wir es üben, 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 üben. Repetition is the mother of all skills. Das ist halt einfach so. Geh raus und komm nochmal rein. Alles gut. Und bleib so lange, wie du es noch kannst, wie es noch aushalten kannst. Und noch ein. Wunderbar. Und jetzt versuch mal die Arme durchzustrecken. Ganz langsam die Arme zu strecken. Dazu musst du den Kopf nach vorne schieben, die Brust in Richtung Boden bringen. Und dann geht es. Ganz langsam, mit Geduld. Christina, probier es einfach nochmal. Langsam die Arme.
Streck die Arme. Ja, genau. Das ist nochmal so ein Punkt, den man da extra erwischen muss. Alles gut. Du kannst auch gerne mit deinen Handgelenken erstmal arbeiten, wenn du das Gefühl hast. Sehr, sehr schön. Und versuch von mir aus mal zu springen. Einfach. Okay. Und setz die Knie ab, komm ganz kurz in die Hinterhalte zum Nachfühlen. Sehr schön. Aufzufangen, falls du fallen solltest. Sonst nicht. Und das machst du jetzt alleine. Schalten. Okay, wir machen uns zusammen. Komm, dass du nur reinkommst. Guck dir mal meine Hände an, ob das ist. Das ist alles gut. Ja, das ist okay. Das ist kein Wunsch, der dir fehlt. Gib mir ein Bein. Ja. Komm, ich bin hier, dir kann ja gar nichts passieren. Perfekt. Du musst nur hochkommen, zu deinen Füßen, zu deinen Händen laufen und mir ein Bein geben. Wenn du nicht mehr möchtest, dann kannst du es auch sein, ist auch okay. Einmal halt hier stehen und mach was anderes. Deine Entscheidung. Ich laufe dir jetzt den Ellbogen. Nee, das kriege ich nicht hin. Ich kann nicht näher hinlaufen. Dann lockt es in den Schultern. Okay. Magst du oder? Wenn du nicht magst, ist kein Problem. Ich gebe das erstmal rein. Okay. Ich kriege die Beine nicht mehr an den Körper. Das ist richtig. Das ist eine Aufgabe. Ist das so? Ja, ich will es nicht. Du musst aber die Ellbogen hier zusammenführen, um sie zu weisen. Du musst den Beinen an den Seiten später bringen. Das musst du so lassen. Immer fast so. So. Und bin dann fest. Das ist noch besser, ein bisschen besser. Okay. Füße aufstellen. So gut. Und dann oben laufen, näher zu den Armen. Näher. Und schenken beide. Bleib erstmal kurz hier, dass die Schultern schön geöffnet sind. Und jetzt gibt mir ein Bein. Oh, mein Kopf ist am Boden. Okay, dann komm runter. Du musst dich ein bisschen abschützen, wenn die Kraft nicht reicht. Dann hat es keinen Sinn. Okay, also musst du einfach wissen, ob du das stemmen kannst. Also es wird immer gleich. Also ich habe mir jetzt gerade mitzugehen. Okay, dann mach einfach die Vorübung. Das kommt in der Vieh. Also der war genau. Genau. Nicht absetzen, immer schön vor und zurück. Genau. Mach das so oft, wie du kannst.
Und dann gehst du kurz in die Kindhaltung und dann wieder hin zu den Satz nochmal und versuchst noch zwei mehr zu machen. Aber gerne, wenn du die spielen willst, dann hast du mehr davon. Dann ist es nämlich schwieriger, aber dann hast du auch gleich richtig ausgestellt, wenn du das mit Band machst. Ah, okay. Gut. Sehr schön. Und dann bleib nicht mal so ein bisschen in der Schwelle. Kurz in der Stelle bleiben, genau, da brauchst du nämlich alles auf, was du brauchst. Den Korb, die Bauchmuskulatur, die Armmuskulatur, die Schultermuskulatur. Das brauchst du genau dafür auf, dass du ab und zu mal in dieser Schwelle stecken bleibst, hängen bleibst und einfach tief atmest. Was merkst du denn genau? Ich arbeite jetzt mit der Kraft. Ich habe hier, es brennt. Das ist gut, das ist gut. Ich nehme den Block so, ist das auch okay? Ja, natürlich. Das ist zwar dann nicht die Schulterweite, aber du hast ja die Ellenbogen wenigstens richtig. Also so wäre es schon besser. So wäre es besser. So viele Sätze, wie es für dich geht, zähl mit und dann wiederholst du es nochmal mit zwei Sätzen mehr, als du jetzt gemacht hast. Ja, wieder anfangen.
Soll man eh immer zu zweit sein? Ich kann nicht. Okay, dann. Komm. Füße aufstellen. Komm in den Hund. Gib ein Bein hoch. Ein Bein hoch. Okay. Und? Du bist ein anderes Bein. Alles gut. Du bist das andere Bein. So. Und hoch. Atmen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Atmen. 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 Zieh dich lang. Flex die Füße. Es geht immer noch auf. Okay, okay, okay. Alles gut. Und ich kurz aus. Komm mal runter, komm mal runter. Schön ruhig atmen. Was ist bei einer Frau so sehr anders als beim Handstand? Das ist eine Schulter. Aber wir haben eigentlich alles geöffnet. Das ist halt dann einfach ungewohnt. Du brauchst auch diese Kraft von dem Schulterblattheber und Senker. Ja, Schulterblattheber und Senker. Der diese Typen rausmacht und rein. Die Kraft brauchst du halt auch in der Frau. Das ist die Kraft hinter dir. Und so hast du es gestreckt. Du hast eine ganz andere Hebelbewegung. Dieses trainiert man mit dem, was man da macht. Ja, dieses Öffnen, ja. Auch immer wieder rollen, das ist halt diese ganze Bewegung. Oder eben da reingehen und die Füße näher an Dings, bis es halt dieses Gefühl von, ich will nicht mehr. Und da dann bleiben. Also das durchlaufen einfach. Sagst du, man kann nicht woanders ins Paradies gelangen oder nicht mehr gelaufen. Das ist leider so. Das nimmt dir keiner ab, du musst ja durchlaufen. Ja, aber das ist ja schon mal sehr konkret, auch wenn es weh tut, aber das kann man ja. Einfach halten, genau, du brauchst ja dann erstmal gar nicht weitergehen. Einfach halten, irgendwann löst sich halt diese ganze Verklebung und dann fühlt sich das angenehm an oder zumindest nicht mehr unangenehm. Ja, weil es ist noch irgendwas hier. Ja, natürlich, das ist auch logisch, das dauert ja auch. Das sind ja auch keine normalen Bewegungen, du stehst hier in der Bau viel am Tag, seit wie vielen Jahren. Und der Körper muss sich erst mal angewöhnen. Da haben wir was zu tun. So ist es, genau. Das ist halt Arbeit, ja. Das kann ich mir schon abnehmen. Ich würde sagen, wir machen es wieder. Gut, dann haben wir jedenfalls konkret, dass wir mal arbeiten. Ja, und wir machen es wieder einfach nochmal. Jeder zwei Sätze Delfin, A 20 Stück. Jetzt. Sätze Delfin, A 20 Stück. Ja, und zwar mit den Händen zusammen. Die Hände zusammen. Jetzt lass alles weg und du liegst mit dem letzten. Achso, so nackt. Genau. Und schön mitzählen. Ich will hören, was ihr zählt. Genau, mit Abstand, genau. Schön mitzählen. Ich will es hören. Und tiefer. Tiefer, 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 tiefer. Viel tiefer. Den Bogen, tiefer. Den richtigen Liegestütz will ich sehen. Tiefer, tiefer. Tiefer, tiefer. Ja, tiefer. Komm, tiefer, 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 tiefer. Ja, tiefer, viel tiefer. Ja, ist es weh gut. Tiefer. Tiefer. Christina, du strengst dich ganz an. Und du brauchst keine Uhrgeräusche machen.
Bein. No. Und sagen, oh, ich könnte auch die Knie absetzen, nur den Torwart, aber das geht auch. Also 20 geht nicht, okay, das ist das Ziel, das nächste Mal für 20. Okay. Ja, bleib tief, bleib hier, nicht ablegen, bleib hier. 5, 4, 3, 2, 1, schieb dich zurück. Genau, und nochmal runter. Bleib hier, atmen, atmen, atmen. Nicht die Muskeln anspannen, einfach nur halten und atmen. Bleib entspannt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Und nochmal. Und tief. Tiefer, tiefer. 5, 4, atmen. 3, 2, 1. Und in bleiben. Noch eins. Noch eins. Atmen. Lass die Atmung fließen. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, die Hinterhaltung. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. 20 Delfine, wie ich sehe, es nicht. Schauen wir mal, ob dir das Kaninchen gut tut, wenn du den Po hochziehst. Christina, wir müssen uns jeden Tag ein Essen festschreiben. Ob wir schon durch die Hölle gegangen sind. Wegen der Sprache noch nicht.